liebe Schülerinnen und Schüler aus dem Wittelsbacher Land. Heute findet wieder unsere Kinderkochschule statt, aus dem Projekt Na gut. Heute koche ich mit Herrn Fuß. Mein Name ist Stefan Fuß. Ich komme aus Rohrbach. Wir betreiben den Gasthaus Goldenen Stern. Und wir begleiten das Projekt schon seit vielen Jahren und freuen uns jetzt, dass wir heute mal auf diesem Weg dabei sind. Also wir machen heute zusammen einen Ofenhuhn mit verschiedenen Gemüse. Das ist zum einen von der Herstellung sehr einfach und zum anderen ist es sehr variabel, was Zutaten anbelangt. Und es wäre ein schönes Familiengericht. Momentan verbringt man ja sehr viel Zeit zu Hause zusammen. Darum ist das Gericht so ausgewählt oder hinterdacht, dass man einfach sagen kann, man kann das ein bisschen zusammen machen, kann das dann in den Ofen schieben. Währenddessen das Gemüse und das Huhn gart, kann man sich einen kleinen Salat und ein kleines Dessert machen. Haben wir auch schon mit dabei, einen kleinen Wildkräutersalat mit grünem Spargel. Und danach machen wir eine Joghurtcreme mit marinierten Erdbeeren und Cantuccini. Okay, hier haben wir jetzt schon unser Huhn. Das beziehen wir von einem kleinen Bauern aus Bayernberg. Das ist ganz leicht gelb. Das kommt von der Maisfütterung. Das ist oft immer vom Geschmack her ein bisschen intensiver. Und ist schön fleischig und trotzdem schön durchwachsen. Wir zerlegen das dann gleich, das zeige ich euch gleich. Das ist die ganze Gemüsebeilage. Da haben wir einmal Fenchel, Petersilienwurzel, kleine festkochende Kartoffeln. Gerne jetzt dann auch schon Frühkartoffeln. Gelbe Rüben und jungen Lauch, also Frühlingslauch. Das wird jetzt alles geschält, geputzt, geschnitten. Wir schauen ein bisschen, dass wir es in eine Form bringen, dass das ungefähr gleich lang braucht. Also dass die Stücke jetzt nicht ganz klein oder ganz groß sind. Den Frühlingslauch geben wir ein bisschen später mit rein, dass das möglichst alles gleichmäßig gar sieht. Herr Fuß, worauf achten Sie besonders, wenn Sie auf die Auswahl Ihrer Zutaten schauen oder was es für Gerichte gerade auf der Karte gibt in Ihrem Gasthof? Also das Wichtigste ist zum einen natürlich die Qualität der Produkte. Dann ist es für uns ganz wichtig, dass es nachhaltig hergestellt wird. Das beziehen wir natürlich dann einfach von der Region, weil wir dann einfach auch ganz genau wissen, wo das herkommt und wir die Produzenten einfach selber kennen. Wir haben in Stetzling einen kleineren Gemüsebauern, der für uns Gemüse anbaut. Wir haben die Kartoffeln von unserem Nachbarn direkt, der auch im Sommer große Salatfelder zum Selberschneiden betreibt. Wir haben einen eigenen Lieferanten aus der Ortschaft wieder, der uns mit Eiern beliefert. Das Huhn kommt eben aus Bayerberg. Unser Schweinefleisch beziehen wir von einem Wellness-Schweinzüchter, unser Rindfleisch von einem guten Freund. Also so zieht sich das eigentlich durch alle Produkte, die wir haben, durch. Und mittlerweile ist es auch so, dass wir uns nichts Neues mehr holen, wo wir den Produzenten kennen, sondern eigentlich zuerst schauen, wer macht was wo und dann machen wir daraus aus diesen Zutaten ein neues Gericht. So, wir zerlegen das Huhn jetzt. Es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass man es ganz in den Ofen schiebt. Ich finde es immer ein bisschen schade dann, weil das Brustfilet hier oben dann im Ganzen, wie man es auch vom Spießbraten oder von den Volksfesten kennt, wenn man so ein Händel isst, wird die Brust relativ schnell trocken, weil die vom Bindegewebe und von der Faser hier einfach anders aufgebaut ist wie die anderen Teile. Darum wäre es einfach immer ratsam, das Geflügel eigentlich zum Zerlegen und die einzelnen Bestandteile so zuzubereiten, dass alles richtig zur Geltung kommt. Das heißt, wir beziehen uns heute jetzt nur auf die hinteren Schenkel, das sind die Füße, wenn man so will, und auf die Flügel. Und die Brust schneiden wir jetzt weg. Die kann man natürlich auch dazu machen, aber die wird man dann wesentlich kürzer braten. Also Brüste werden dann in der Pfanne angebraten und werden dann einfach nur mit weniger Temperatur wesentlich kürzer gegart. Also hier ist jetzt die Brust. Da könnte man natürlich hergehen, wir machen sowas privat öfters, dass man sagt, okay, einen Tag machen wir die Flügel und die Schenkel und am nächsten Tag machen wir uns einen Salat mit der Brust oder machen irgendwie frische Nudeln dazu und haben dann von diesem Huhn eigentlich zwei Mahlzeiten. Das ist auch toll, weil dann so kann das ganze Tier verwendet werden und nicht nur bestimmte Teile davon. Definitiv. Also ja. Generell ist es bei uns im Gasthaus auch so, dass wir sehr viel Wert auf Stücke legen, die jetzt vielleicht nicht gar so populär sind, oder wo man jetzt nur sagt, gut, rechts, links anbraten und fertig, sondern einfach sehr viele Schmorsachen auch, wo man einfach auch
zum einen dem Gast ein sehr gutes Preis-Leistungs-Angebot darlegen kann und zum anderen einfach auch mal neue Geschmäcker. Und das ist einfach so geschmorte Sachen wie jetzt eine Backe oder ein Bauch von einem Tier oder so weiter. Es ist halt oft wesentlich mehr Geschmack drin, wie jetzt nur in der Brust oder in einem Filet. Und aus den Knochen könnte man, glaube ich, noch eine tolle Brühe machen. Die Hühnerbrühe. Genau, also zum einen könnte man jetzt hergehen, könnt die jetzt einfach kochen. Man könnte es klein hacken und die Geflügelsoße ansetzen. In dem Fall gehen wir jetzt her, würzen die ein bisschen mit, braten die ein bisschen mit. Also man kann die dann auch hier nur ein bisschen abessen. Und dann wird man in einem gebratenen Zustand aus dem dann nochmal einen kleinen Geflügelsoßenansatz machen. So, und jetzt hätten wir das eigentlich schon relativ sauber zerlegt. Wie gesagt, das sind hier diese Schenkel, die sich sehr gut eignen, einfach für so ein Art Schmorgericht oder Coq au vin wird ja auch hier gemacht, eben dann mit Wein. In dem Fall lassen wir die Haut ganz gern, weil die Kinder oft ganz gern auch diese knusprige und würzige Haut mögen. Und das sind so diese typischen Chicken Wings, die werden dann hier nochmal geteilt. Das ist hier unten dieser vermeintliche Schenkel, was viele denken. Das ist aber eigentlich so dieser Flügeluntersatz. Und das ist der vordere Flügel im Endeffekt. Also meistens wird es dann hier nochmal abgeschnitten und hier nochmal. Und das sind also diese typischen Chicken Wings. Wir würden es jetzt auf jeden Fall hier so beieinander lassen und werden dann noch mit der Vorbereitung für das Huhn eigentlich schon ganz gut fertig. So, wir haben jetzt schon alles soweit vorbereitet. Kartoffeln geschält, Gerüben geschält, den Lauch ein bisschen außen abgeputzt. Den schneiden wir uns jetzt hier im weißen Bereich so in die Richtung. Das lassen wir übrig. Das schneiden wir danach dann kleiner und geben es dann ganz kurz vor Schluss oben drüber. Dass die Farbe schön bleibt und dass man so eine frische Würze noch hat an den Lauchzwiebeln. Die gelbe Rüben kann man jetzt eigentlich schneiden, wie man es möchte. Wir schneiden sie einmal so durch. Schneiden es dann so schräg. Ja. Ja, in dem Fall ist es ganz schön, wenn das Gemüse einfach nicht zu klein geschnitten ist, weil es wäre dann auch so, dass es aussaften würde. Und eigentlich ist es so, wir haben das auch jetzt die letzten Jahre ein bisschen mehr entdeckt, dass das Gemüse, man hat ja früher alles blanchiert und dann nochmal in der Butter gebraten oder eben glasiert, dass man das Gemüse gleich in einem Butterfond kocht und alles, was so aus dem Ofen kommt, hat einfach wesentlich mehr Geschmack. So, wir haben jetzt das Gemüse alles schon mal soweit schön vorbereitet. Das ist jetzt alles gemischt in einen Bräter drinnen. Da geht es natürlich jetzt darum, das Ganze wieder schön zu würzen. Da gibt es jetzt natürlich sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Wir lassen das Gemüse eigentlich sehr naturell. Wir nehmen ein gutes Olivenöl her. Hier könnte natürlich jetzt auch mit einem anderen Öl gearbeitet werden, wer jetzt Olivengeschmack nicht so gerne mag. Butter wäre natürlich auch ein Thema. Wir wollen jetzt aber insgesamt, dass das Gericht schon eher leicht bleibt und arbeiten jetzt da ganz gerne mit Olivenöl. Und das ist ein besonderes Salz? Genau, das ist ein englisches Meersalz, was wir ganz gerne bevorzugen. Das nennt sich Melton Sea Salt. Das sind so kleine, ja, das sind so kleine Salzpyramiden. Das ist, wird hauptsächlich genutzt vorher drüber, also vor dem Essen nochmal drüber zum Würzen, ist aber zum Kochen auch sehr gut. So, dann das Huhn. Da geben wir jetzt ähnlich her. Ein bisschen Öl, ein bisschen Pfeffer bräuchten wir noch. Würzen wir mal so ein bisschen grob drüber. Mit Salz und Pfeffer. Das könnte auch schon reichen, wenn man will.
Wir gehen jetzt noch her, nehmen noch frische Kräuter her. Das ist Rosmarin. Genau. Der wird jetzt nur ein bisschen so abgezupft. Kommt ein bisschen drüber. Thymian. Kräuter sind wichtig in der Küche. Ja, auf jeden Fall. Jetzt ist ja gerade der Frühling, wo die frischen Kräuter alle so wachsen. Also Rosmarin, Thymian ist so ein Muss. Rosmarin, Thymian, Schnittlauch, Petersilie. Das ist das, was eigentlich auf jeden Fall immer geben muss. Und jetzt kommen da ganz viele frische Kräuter noch dazu, die man selber im Garten noch anbauen kann. Rest geben wir jetzt hier mit drauf. Hier die Würze für das Gemüse, haben wir hier noch ein bisschen Knoblauch. Das ist so ein Knoblauch, das sind nicht so verschiedene Zehen, sondern das ist einfach eine Unterform von der Knoblauch. Das ist eine große Zehe und der ist vom Geschmack her ein bisschen milder. Wenn der jetzt im Ofen damit gart, dann würzt er das Gemüse und das Öl wiederum. Mhm. Und gleichzeitig kann man dann auch als Gemüse mitessen. Also den braucht man dann auch nicht mehr rausnehmen. Mhm. Und für das Hähnchen könnte man natürlich jetzt so Natur lassen, auch gut. Wir haben jetzt so ein bisschen Tandoori. Das ist so ein indisches Gewürz. Das passt einfach sehr gut. Da ist ein bisschen Kreuzkümmel, natürlich Paprika. Das ist so eine Mischung, gell? Genau. Tandoori. Mhm. So wie Curry praktisch eine Mischung ist, ist Tandoori auch. Genau. Eine Mischung. Und das kann man kaufen im Supermarkt. Genau, oder auf dem asiatischen Bereich. Mhm. Ich würde jetzt hier ein bisschen eingrieben. Genau, dann wären wir schon fertig. Jetzt setzen wir das Geflügel auf an Gitter. Genau. Auch das Gemüse drauf. Mhm. Und dann kann jetzt hier der Saft von dem Huhn direkt in das Gemüse rein. Das Gemüse wird dadurch ein bisschen benetzt. Dieses Fett, was sie hier ausbratet, gibt auch gleichzeitig wieder den Geschmack. Und dadurch braucht man auch keine weitere Soße. Also das würzt sich gegenseitig ein bisschen. Das schieben wir jetzt bei 180 Grad Umluft in den Backofen für so 40-45 Minuten. Im Mai ist auch Spargelzeit. Das ist jetzt ein grüner Spargel. Es gibt auch weißen Spargel. Das Wittelsbacher Land ist ein Spargelland. Da wächst sehr viel Spargel. Der grüne Spargel ist eine Besonderheit, man muss nur das obere Drittel schälen, nicht den ganzen Spargel. So, den Spargel haben wir jetzt hier schon mal geschält. Wie wir gerade schon gesagt haben, nur die oberen zwei Drittel. Das untere Drittel haben wir jetzt ein bisschen beiseite, da kochen wir später eine Suppe draus. Und wir nehmen jetzt oben diese Spitzen und das Zwischenstück und haben es schon mal schräg geschnitten. Und das wird der Spargel jetzt für den Salat. Der wird jetzt nur, 5-6 Minuten angekocht. So, während der Spargel kocht, machen wir gleich eine kleine Marinade. Das ist jetzt nicht unser Hausdressing, was wir so im Gasthaus machen, sondern das ist so eine Marinade, was wir daheim ganz gerne, ist einfach so eine Essigöl-Marinade. Wir haben jetzt hier einen guten Essig, der nicht zu viel Säure hat. Also zum Beispiel Reisessig nehmen wir hier jetzt her. Ging aber auch ein Apfelessig oder ein weißer Balsamico. Wichtig wäre nur nicht zu viel Säure. Dann ist immer wichtig in einem Dressing, wenn man das möchte, dass sich das so ein bisschen emulgiert. Das heißt, dass es so eine leichte Dickigkeit bekommt, dass es so eine Bindung bekommt. Dann kommt immer ein bisschen Senf rein. Gemahlenen Pfeffer. Unser Meersalz wieder. Ein bisschen Zucker. Und Olivenöl. Verwenden auch Puderzucker, ist das besser fürs Dressing? Also Puderzucker, egal jetzt später im Dessert und jetzt auch im Dressing, löst sich ein bisschen leichter auf. Okay, ist jetzt nicht überlebensnotwendig, aber es ist auch vielleicht mal ein ganz guter Tipp. Jetzt sieht man auch schon, die Marinade durch den Senf gleich schon ganz leicht dick wird. Und das ist halt dann immer ganz schön,
wenn die auch ein bisschen haftet am Salat und am Gemüse. Ja, genau. Wir durften bei einer Fernsehsendung mitmachen. Das nennt sich Mein Lokal, Dein Lokal, wo die auf uns zugekommen sind und gefragt haben, ob wir denn gerne mitmachen möchten. Und da sind 5 Gastronomen dabei, in dem Fall eben aus dem Augsburger Raum, die sich gegenseitig besuchen, gegenseitig bewerten, die Konzepte auslesen, das Essen genau probieren, hinter die Kulissen schauen und dann eben einen Sieger führen und da. Habt ihr haben gewonnen. Wir also glücklicherweise gewonnen. Danke. Super. So, der Spargel hat jetzt nur einen schönen Biss, hat eine schöne Farbe. Dass die Farbe bleibt, geben wir jetzt hier gleich ein ganz kaltes Wasser rein. Ist das wichtig? Wichtig ist es wegen der Farbe. Es ist ganz wichtig einfach, dass das von dem Heißen gleich ins Kalte kommt. Zum einen, dass der Garprozess sofort unterbrochen wird. Und zum anderen, dass das einfach durch diese Schockreaktion die Farbe bleibt. Manchmal ist es ganz gut bei so Gemüsesalaten oder bei warmen Gemüsesalaten, dass man es warm gleich in die Marinade dippt. Mhm. Das machen wir beim weißen Spargel eigentlich auch so. Es muss aber das Verhältnis passen, dass es eben nicht zu lange nachgart. Mhm. Aber hier in dem Fall gehen wir nochmal ganz kurz auf die grüne Farbe an. Genau. Und dann haben wir jetzt hier abgekühlt und gehen dann direkt gleich in die Marinade rein. Und haben jetzt hier nebenbei auch schon ein bisschen Wildkräuter. Hier verschiedene gesammelt mit ein bisschen Babysenf. Das ist roter Blutampfer, ein bisschen Rucola, ein bisschen Mangold. Also da kann einfach so kleine frische Salate, die jetzt hier so aus dem im Gartel oft wachsen, mhm, einfach können da ganz querbeet gemischt werden. Und hier haben wir da so ein bisschen was Schmackigeres, ein Romana-Salat. Den haben wir hier schon ein bisschen klein geschnitten. Mache ich hier mal zuerst das hier. Salat zu jedem Essen dazu? Ich finde eigentlich schon. Also speziell sind wir jetzt im Bereich daheim. Da wäre es ganz wichtig, im Restaurant ist halt so, dass auf jeden Fall in der Menüfolge irgendwo mal ein Salat irgendwie mit dabei sein müsste, sollte. Aber ich finde für daheim, wenn man einfach schön isst, egal ob es Nudeln gibt oder einen Schweinebraten oder egal in welche Richtung, es ist einfach, finde ich schon, wenn man es mal gewohnt ist, dass so eine frische Säure mit dabei ist am Tisch, dann ist das eigentlich unerlässlich. Also ich finde, ein frischer Salat gehört immer auf den Tisch. Und wenn wir auch wieder an unsere Ernährung denken, wir sollen ja auch 5 Portionen Obst und Gemüse jeden Tag essen, dann ist es super, wenn bei jedem Essen Salat auch dabei ist. Ja, finde ich auch. Super. Und in dem Fall ist es ja jetzt so ein Gericht, was wir eigentlich von mir zu Hause mitbringen. Das ist so ein typisches Essen, was wir an unserem Ruhetag vielleicht mal machen. Das Gemüse. Familie. Genau, das Gemüse so in der Form gibt es bei uns im Lokal auch als Beilage. Aber jetzt genau in der Form mit dem Gockel, das könnte man natürlich auch durch einen Schweinebauch ersetzen oder durch ein größeres Stück Blumenkohl und dann einfach sagt, man macht das ganz vegetarisch, das geht genauso. Oder auch vegan eigentlich. Und dann hat man hier dieses Huhn, hat dieses Gemüse, einen Salat und hat eigentlich in kürzester Zeit ein ganz richtig rundes, tolles Mahl. So, dann kommen wir zu unserem Dessert. Wir haben jetzt hier schon mal frische Erdbeeren. Jetzt ist natürlich die perfekte Erdbeerzeit. Wir beziehen die vom Spargelhof Wolf. Die machen Spargel und Erdbeeren. Die haben ganz tolle Früchte jetzt schon. Wir zupfen hier hinten nur sparsam das Grüne weg. Dann
Dann können die Erdbeeren jetzt in gewünschte Form geschnitten werden. Wir bevorzugen jetzt einmal so grobe Würfel. Herr Fuß, Sie gehören ja auch zu den Spezialitätenköchen vom Wittelsbacher Land. Was hat es denn da genau also es gibt damit die, auf sich? Es gibt die 6 Spezialitätenwürde im Wittelsbacher Land. Und wir haben uns schon seit sehr vielen Jahren zusammengeschlossen, um einfach eine größere Hebelwirkung zu bekommen, um eine größere Masse zu schaffen, um Direktvermarkter oder Kleinproduzenten besser zu unterstützen. Generell ist es zum einen eine Art Werbegemeinschaft, wo wir uns einfach zusammen ein bisschen präsentieren. Und zum anderen ist der Haupthintergrund ist der, dass wir sagen, okay, wir decken das den ganzen Landkreis ab und können einfach kleine Betriebe vor Ort besser unterstützen, weil wir einfach eine größere Masse abnehmen. Oder zum Beispiel, wenn man jetzt einen Rind kauft oder diesen Wittelsbacher Ochsen, da ist es halt für eine große Anzahl an Betrieben oder für eine größere Anzahl an Betrieben das einfacher, das ganze Tier zu vermarkten oder einfach auch so eine Masse dann eben abzunehmen, dass das für einen kleineren Produzenten sich auch rentiert. Also dass auch die regionalen Produkte besser vermarktet werden können. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir hier die Erdbeeren geschnitten. Wir haben jetzt hier so ein bisschen Himbeerpüree. Das wird einfach aus gefrorenen, gemixten Himbeeren gemacht. Das nutzen wir jetzt, um diese Erdbeeren noch ganz leicht zu marinieren. Das kann man machen, muss man aber nicht. In dem Fall ist es ja ganz schön. Die Erdbeeren kriegen nochmal ein bisschen eine andere Farbe. Und das Himbeer, diese natürliche Himbeeraroma, intensiviert das Ganze noch ein bisschen. So, jetzt haben wir diesen Joghurt. Den haben wir jetzt hier schon mal glatt gerührt. Der wird jetzt aromatisiert mit dieser Schale von diesen Zwergorangen. Sollten diese Zwergorangen nicht verfügbar sein oder aus irgendwelchen Gründen einfach nicht gewollt sein, dann ließe sich das natürlich mit einer Orange oder auch mit einer Zitrone ganz genauso machen. Wir finden, die Kumquats sind in kleinen Mengen mal eine ganz schöne Abwechslung. Man kann eben die Schale mitessen. Wir verwenden sehr viel natürlich im Dessertbereich und auch sehr viel im Aperitifbereich, um einfach diese Scheiben in Drinks nochmal mit rein tun kann für einen guten Cocktail. Ja, also prinzipiell leben wir alle für unseren Job. Gastronomie ist ein ganz, ganz toller Bereich, wo man einfach in einem ganz tollen Team arbeiten kann, wo man einfach gebraucht wird, wo man am Abend merkt, was man alles geschafft hat, wo man ganz schnelles Feedback kriegt von den Leuten, von den Gästen, die sofort in die Küche winken oder auch das Feedback sofort geben. Das ist auf jeden Fall eine ganz einzigartige Sache und wenn man das mal ein bisschen herausgefunden hat, wie viel Spaß das machen kann, wäre das auf jeden Fall immer eine schöne Empfehlung. Gerne jederzeit für ein Praktikum auch möglich. Ja. So, unseren Joghurt haben wir jetzt eben mit diesem Kumquat und mit ein bisschen Puderzucker, je nach Belieben, abgeschmeckt. Das ist jetzt eine schöne glatte Masse und jetzt brauchen wir noch ein bisschen was Knuspriges. Mit Aroma, dann nehmen wir jetzt hier, entweder man nimmt ein bisschen getrockneten Schokoladenkuchen oder ein bisschen Cookies. Oder wir haben jetzt hier Cantuccini, das ist so italienisches Mandelgebäck. Da ist das Gute an dem, dass das einfach, auch wenn es ein bisschen länger steht, dann auch schön knusprig bleibt. Und durch die Mandeln, die mit verbacken wurden, passen einfach sehr gut zu den Erdbeeren. Erdbeermandel ist einfach eine ganz schöne Komposition. So.
Jetzt schichten wir das da mal ein. Jetzt erfüllen wir diese Gläser mit dieser Masse. Kann natürlich hergehen und kann da verschiedene Schichten machen. Das heißt, dass man jetzt unten nur ein bisschen mal von dieser Masse reingibt. Erdbeeren, geben wir noch mal eine kleine Nocke von der Creme. Und dann kommen da jetzt unsere Cappuccini drauf. So, wir haben jetzt unser Gemüse wieder aus dem Ofen geholt. Jetzt gehen wir bloß schnell her, nehmen das Huhn ganz kurz runter. Dann können wir diese groben Aromaten wie jetzt Rosmarin, Thymian rausnehmen. Wegwerden. Also meistens ist es dann so, dass nur eine kleine Prise Salz dann fehlt, aber je nach Belieben. Und dann haben wir jetzt hier nochmal frische Kräuter. Also das ist Petersilie, Schnittlauch, von den Lauchzwiebeln das Grüne, vom Fenchel das Grüne. Das kann aber je nach Geschmack dann auch gerne variieren. Aber das geben wir jetzt erst ganz frisch mit rein. Um da einfach nochmal eine ganz frische Note mit reinzukriegen. So, und dann... Sieht richtig toll aus. Unser Gemüse gleich schon anrichten. So. Jetzt setzen wir das an den Fuß drauf. Und schon wäre unser Huhn fertig. Guten Appetit. Frühlingsgemüse. Das könnte übrigens auch ergänzt werden durch andere Sachen, aber haben wir jetzt gelbe Rübe, Kartoffeln, Petersilienwurzeln, Fenchel. Und als Dessert gibt es ein kleines Schichtdessert aus Joghurt, eingelegte Erdbeeren und Cantuccini. Vielen Dank, Herr Fuß. Das hat wirklich total Spaß gemacht und war so schön, Ihnen beim Kochen zuzuschauen. War ein Meisterkoch. Und euch Kinder wünsche ich ganz viel Spaß und euren Familien beim Nachkochen. Ich hoffe, dass eure Ergebnisse genauso toll ausschauen wie unser Essen hier und wünsche euch ganz viel Spaß beim Genießen und freue mich schon auf die nächste Kinderkochschule. Tschüss!